Hallo, liebe Kinder. Heute reden wir über Spiele, die wir nie durchspielen konnten, aus verschiedenen Gründen, über die wir vermutlich reden werden. Weil wir die nicht durchgespielt haben. Ich für meinen Teil habe natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte dazu zu erzählen. Deswegen nehme ich mir die Freiheit anzufangen. Und zwar muss ich erst ein bisschen euch Hintergrundwissen geben. Damals, als ich selbstverständlich 18 Jahre alt war, war ich für meinen Teil ein großer Fan von Resident Evil 4, welches ich auch damals mit 18 Jahren, als es released wurde, gespielt habe. Deswegen dachte ich mir, hey, Resident Evil 1, das wäre doch ein Spiel, das dir auch gefallen würde. Denn zufälligerweise, wie es der Zufall so wollte, nachdem ich damals 18 Jahre alt war und ein stolzer Besitzer meines Nintendo DS war, wie jeder in meinem Alter damals, habe ich mir Resident Evil 1 Port davon gekauft, welcher übrigens den wundervollen Namen Deadly Silence hatte. Es gab auf dem DS einen Port? Ja. Das wusste ich nicht. Auf jeden Fall habe ich nach kurzer Zeit mit dem Spiel bemerkt, mit Resident Evil 1, dass es nicht zwangsweise allzu sehr wie Resident Evil 4 ist. Und vor allem habe ich eine Sache gelernt, welche es mir unmöglich gemacht hat, das Spiel durchzuspielen. Nämlich das Munitionsmanagement. Ich habe es in Resident Evil 1 nie hinbekommen, in dem Spiel voranzuschreiten und gleichzeitig irgendwie noch genug Munition zu haben, um irgendwelche Gegner noch bekämpfen zu können. Und bevor ihr was sagt, ja, ich habe Gegner natürlich mit dem Messer bekämpft, aber trotzdem, man braucht immer wieder Munition. Und die Munition in Resident Evil 1 ist so stark begrenzt, dass ich einfach ab einem gewissen Punkt immer schlicht und ergreifend nicht mehr genug Ressourcen hatte, um das Spiel noch weiterspielen zu können. Außer man ist irgendwie perfekt mit dem Messer oder so. Und ich habe es des Öfteren angefangen, es ist jedes Mal auf das Gleiche hinausgelaufen. Ich glaube, ich war bei irgendeiner Stelle mit dieser Riesenpflanze oder sowas und irgendwelchen Bienen, aber weiter kam ich nie. Ich kam nie so nicht weit im Spiel, weil mir immer die Munition ausgegangen ist und ich schlicht und ergreifend nicht wusste, wie ich an mehr kommen kann. Das war aber auch tatsächlich im Original auch das Problem. Es hat sich im Port wohl nichts verändert. Ja! Und tatsächlich hat man irgendwann auch keine Lust mehr, das Spiel nochmal neu anzufangen, nur um wieder in die gleiche Problematik zu stolpern. Es hat mich sehr wütend gemacht und deswegen habe ich Resident Evil 1 nie durchgespielt. Ich hatte keine Munition, ich konnte gerne Gegner mit töten und es hat mich traurig und wütend gemacht. Weniger traurig und wütend, eher so, ich war leicht genervt und hab was anderes gespielt. Hab's mir Secondhand verkauft, hab mir 2 Euro dafür gegeben. Alter. Ihr habt Resident Evil nicht gespielt, nein? Nein. Ich hab's mal gespielt, ja. Also auf der PlayStation 1 noch. Aber da bin ich nicht sonderlich weit gekommen. Aber ich glaube, das lag nicht unbedingt an der Munition, sondern weil ich generell ein Kind war und keine Ahnung von Videospielen hatte. Also ich war 18 Jahre alt, als ich es gespielt habe. Glaube ich dir nicht. Okay, werden wir weitermachen. Also das Spiel, welches ich nie durchspielen konnte und auch niemals durchspielen werde, ist Drakengard 3. Was? Voli redet wieder über Drakengard oder Nier? Ja, tue ich. Als ob die Leute noch wissen, dass Drakengard und Nier zusammengehören. Nein, das weiß kein Mensch, aber... Auf welchem Ende basiert Drakengard, Voli? Drakengard 3. Drakengard 3 ist der erste Teil. Okay, gut, hätten wir es geklärt. Ja, auf jeden Fall. Drakengard 3 habe ich gedacht, oh, das ist ein cooles Spiel. Ist es eigentlich nicht wirklich, aber ich habe halt viel gespielt. Ich habe alle die ersten 3 Enden gesehen. Ich habe mir die Mühe gemacht, alle Waffen zu sammeln und sowas. Das heißt, ich habe da wirklich das Spiel nahe komplettiert, wenn nicht sogar eigentlich komplettiert, um dann wirklich das letzte Ende sehen zu können. So, das war halt Arbeit. Und das Problem ist, der Endboss... Der ist... Nein! Und zwar, eigentlich ist das Spiel ein Hack'n'Slay. Ein ganz stumpfes Hack'n'Slay. Nicht mal wirklich ein gutes, aber, ne? Hack'n'Slay. Und der Endboss ist ein fucking Rhythmusspiel. Ein reines Rhythmusspiel. Man muss nur im Rhythmus sein. Und das Problem an der Sache ist, man guckt ja eigentlich immer drauf, also wenn ihr das Gameplay seht, man guckt halt immer drauf, wann man drücken muss. Die Kamera spielt irgendwann gegen dich. Man sieht nicht mehr, wo man ist. Sie bewegt sich irgendwo hin und man denkt sich nur, was soll denn das? Ich will sehen, wann die scheiß Ringe kommen, wann ich drücken muss. Und das Schlimmste ist, ich hab's mal relativ weit geschafft. Und dann kommt irgendwann ein Schwarzbild und eine Cutscene. Und währenddessen läuft die Musik noch weiter und man muss immer noch drücken. Aber das habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich die letzte Note verkackt, weil sie im Schwarzbild einfach da ist. Und ich dachte mir, nein, nein, nein,
Fick dich! Ich mach das nie wieder! Ich war so wütend, ich war so unfassbar wütend. Ich bin immer noch wütend. Wie viel hat der Secondhand dir dafür gegeben? Ich hab's digital gekauft. Ah. Ja. Und das Lustige ist ja, als du das letztens erzählt hast, habe ich mir das erst so vorgestellt, dass man einfach weiterhin Hack'n'Slay spielt, aber dass der Bosskampf dann so ist, dass man ihn nur in einem bestimmten Rhythmus angreifen kann. Mhm. Und dann hast du ja das Video geschickt und das ist komplett irgendwie mega der langweilige Bosskampf. Ja, es ist einfach nur, du drückst die ganze Zeit und man bewegt sich auch nicht selber oder sowas. Es ist einfach nur Takt, Takt, Takt. Und man muss halt wirklich auf die Musik hören. Es geht nicht anders. Das Spiel hat dich auch nicht ein einziges Mal jemals darauf vorbereitet oder so. Es war wirklich, dieses ganze Rhythmusspielchen gibt's nur beim letzten Boss. Den man sich hart erarbeiten muss, wohlgemerkt, ne? Aber ja, das ist der Grund, warum ich dieses Spiel niemals durchspielen werde. Ich mach's nicht nochmal, nein. Ja, und nicht nur der Fully hatte Probleme bei einem Endboss. Ich hatte auch ein Problem bei einem Endboss, und zwar bei dem Spiel Prinny. Es ist ein Spin-off zu der Disguise-Serie. Es ist ein JRPG. Ja, der Keki redet wieder über JRPGs. Fully auch. Ja. Stimmt. Aber das Spin-off ist ein Plattformer, gemixt mit ein bisschen Kämpfen. Ist ein Action-Plattformer. Ich weiß nicht, wie man das genau nennen würde. Action-Plattformer trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Ja. Das klingt so dumm. Oh, ist ein Action-Plattformer. Auf jeden Fall ist das Spiel so aufgebaut, dass man halt 999 Leben hat. Zu Beginn des Spiels und jedes Leben davon ist halt ein Prinny. Und Prinny ist so ein Pinguinviech, was auch immer. Und wenn diese 999 Leben alle aufgebraucht sind, ist das Spiel vorbei. Und dann kannst du halt entweder von deinem Speicherpunkt starten oder du spielst das Spiel komplett von neu. So. Und dann kam natürlich irgendwann das Problem, dass mir die Leben etwas knapp wurden. Ja. Und es gibt so einen Zwischenboss, der eigentlich auch recht bekannt ist. Der ist so ein riesiger Ofen. Und bei dem habe ich sehr, sehr viele Leben verloren, wo ich eigentlich dachte, das ist so eines so schon der Endboss. War aber nicht, ja. Und dann ging es das Spiel noch ein bisschen weiter und dann kam irgendwann der Endboss. Und der Endboss, der war schwer, er war lang und er hat dir einfach keine Möglichkeiten gegeben, irgendwie großartig anzugreifen. Er hatte so ein festes Muster gehabt, von Anfang bis zum Ende des Kampfes einfach das gleiche Muster. Du konntest 100 Mal gegen ihn kämpfen, er hat immer das gleiche Muster gefahren, von Anfang bis zum Ende. Also sprich, du musstest einfach nur dieses Muster auswendig kennen und halt dann im richtigen Moment ausweichen. Also auch fast wie ein Rhythmusspiel. Es hatte keinen Rhythmus, es war ziemlich wirr. Ja, du konntest halt auch nicht irgendwie spontan drauf reagieren oder sowas. Du musstest halt es auswendig lernen. So, und dann hatte ich zum Ende hin das Problem gehabt, dass ich irgendwie dann beim Endboss da stand und hatte irgendwie nur noch 30, 40 Leben oder sowas. Und das hat halt nicht gereicht, um halt seinen Kampf auswendig zu lernen, sein Muster auswendig zu lernen, um ihn halt zu besiegen. Die Sache ist ja die, dass das Spiel so aufgebaut ist, dass du halt immer erst einen Plattforming-Abschnitt hast und nach dem Plattforming-Abschnitt kommt dann halt der Boss. Der Plattforming-Abschnitt war so schwer, dass du dann teilweise dann beim Boss mit weniger als Leben angekommen bist als davor. Und dann hattest du halt ja nicht wirklich so genug Zeit und genug Leben, um irgendwie diesen Rhythmus oder in dieses Muster reinzukommen, dass du halt immer wieder verloren hast. Und ich habe dann auch irgendwann mal das Spiel wieder von neu angefangen. Hab aber dann mitten im Laufe des Spiels wieder gemerkt, das wird nix. Das wird nix. Ich hab wieder viel zu viel Leben verloren und ja, deshalb habe ich das Spiel auch nie durchgespielt. Klingt ziemlich sinnvoll. Also du hast es nicht durchgespielt, weil schlicht und ergreifend immer die Leben ausgehen und wenn sie weg sind, du komplett von vorne anfangen musst. Ja, oder halt vom Speicherpunkt, aber dann hat es auch nicht gereicht. Ich hätte halt bis zu diesem Punkt mit mehr Leben ankommen müssen, aber das habe ich dann halt auch nicht mehr geschafft. Aber von diesen 999 Leben, die du am Anfang hast, du kriegst halt nichts davon wieder, habe ich das richtig verstanden? Ja. Aber auch hier wieder ein letzter Boss, der lächerlich schwer ist. Ja. Aber gut, das waren ein paar liebliche Spiele, die wir nie durchgespielt haben. Ich möchte anmerken, dass ich die beste Begründung dafür hatte. Wobei die von Keggy und mir ist eigentlich ziemlich ähnlich. Nämlich hatten wir einfach das Problem, dass das Spiel uns nicht mehr die Möglichkeit gegeben hat, wirklich die Ressourcen, die wir gebraucht hätten, um das Spiel weiter voranzukommen, wieder zu holen, ohne neu anfangen zu können. Und das ist ein gewaltiges Problem, was einen sehr demotivieren kann. Ja. Aber vor dieser Begründung mochte ich auch. Es ist ein anderes Spiel. Ja, es war plötzlich ein anderes Spiel. Und ein anderes Spiel, das gemeint zu einem sein will. Ja. Das fand ich ziemlich schön. Hatte ja auch Spiele, die ihr nie durchgespielt habt. Das Spiel des Lebens zählt nicht. Roffelkopf, du lebst ja noch. Gut. Oh, lol.
Wenn euch langweilt, jetzt könnt ihr noch auf die Kanäle von Kayo und Fully vorbeischauen oder die andere verlinkte Folge schauen. Oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss. Mhm.